Neben mir die Gründerin von Herzklopfen und Kickhult. Hallo! Hallo! Du hast wunderbare Mode heute mitgebracht. Erzähl uns ein bisschen, was dich auszeichnet. Ja, ich habe zwei Labels, Trachten Herzklopfen und Kickhult. Ich mache aus Modestoffen Dirndl und Kickhult. Ich produziere für die EM aus Strassstein, Rhinestones, Statements-T-Shirts. Wow, also das ist auch wieder etwas sehr Spezielles und etwas sehr Schönes, wie man auch hinter uns sehen kann. Heute bist du auch mit dabei. Was ist denn so ein bisschen dein Spezialgebiet, beziehungsweise wenn wir uns die Dirndl anschauen, wo sagst du, da steckt ganz viel Herzblut drin? Gibt es so ein Teil, wo du sagst, ja, das war so mein Teil einfach, da habe ich am meisten Herz mit drin? Ist einmal hier mein T-Shirt, das ist für die EM, das ist ein Fußball-T-Shirt für alle Fashion-Begeisterte und kann man toll immer anziehen ins Büro, überall wo man möchte, das sind über 700 Rhinestones und funkelt wunderbar, also ist ganz toll und kann immer getragen werden, verschiedene Farben. Und dann natürlich, was du anhast, das ist mein Gianello, mein Dirndl, das liebe ich über alles. Ich habe, also sind verschiedene Farben im Stoff. Das ist der Chanel-Stoff und auch Escada-Stoff. Wow, Wahnsinn. Und das muss man auch dazu sagen, es sind wirklich zwei komplett verschiedene Sachen und du vereinst es irgendwie. Also es ist wunderbar, wie du das schaffst, man weiß es nicht, aber das zeichnet dich auf jeden Fall aus. Danke. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Abend. Dankeschön, vielen herzlichen Dank.